So. Hallo und damit wünsche ich euch wieder herzlichst willkommen zurück bei einer weiteren Folge Skyrim. Ja, ne? Genau, in der letzten Folge haben wir lasst mich nicht lügen. Was haben wir in der letzten Folge nochmal gemacht? Also, nebst dem Lagerstille Monde. Für den Vogt von Drachenfeste haben wir auch bei den Nachtigallen. Wir haben uns den Nachtigallenschwur angeeignet und sind eine offizielle Nachtigall geworden. Lagerstille Monde, aber das ist die Innenseite. Wir müssen aber nicht da rein. Genau, das haben wir gemacht. Ja. Ja, das haben wir gemacht. Also, weiter geht's. Weiter geht's, weiter steht's. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammes. Ach, wat? Ärger mache ich doch nicht. Ihr gehört doch zu diesen Akademie-Magiern, oder? Unter anderem. Ich habe gehört, dass ich die Lage dort wieder beruhigt haben soll. Unter anderem. Ach ja, wir sollen ja. Stimmt ja. Mir vor Tagen ein neues Kleid versprochen. Also, wo ist es? Stimmt. Es braucht seine Zeit, so ein Kleid zu schneiden. Wir sollen ja hier. Was war das? Alter, du kleiner. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Warte mal, jetzt mal ganz langsam. Okay, ich habe gerade mit allem gerechnet, nur nicht, damit der Typ unsichtbar ist. Es braucht seine Zeit, so ein Kleid zu schneiden, Dutton. Du musst geduldig sein. Aber ich will nicht geduldig sein. Ich will mein Kleid jetzt sofort. Vater hat es mir versprochen. Ist das schon den alles? Tag Kollege. Muck nicht. Heilige Scheiße, 41 Schaden. Alter. Alter. Jasmin Krause. Danke dir im Voraus. Halleluja. Alter. Nicht übel. Pam. Hallöchen. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Ich habe den Assassinen gefunden und mich um ihn gekümmert. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 1250 Gold. Geil. Genießt euren Besuch in Drachenfest. Oh, das werde ich. Das werde ich. Alter. Das Ziehen der Waffe erfolgt 20% schneller und wirkt 30 Sekunden lang Unsichtbarkeit. Halleluja. Oh, unsichtbar. Alter, wie geil. Halleluja. Das ist ja mal eine geile Waffe. Schwing. Ist das geil. Gut, alles klar. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Bock auf die Dunkle Bruderschaft. Das war doch hier, oder?
Windhelm. Ich mag die Stadt nicht. Ich weiß nicht. Die ist ganz, ganz komisch. Das war nicht hier. Das war auch woanders. Das war doch hier irgendwo. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern gerade eine Weile drüben in Windhelm. Cool. War das hier? Ich meine, warum denn nicht? Oh, shit. Oh, shit. Ah, verdammt. Komm schon. Nein, ich bin zu klobig. Mist. Mist, das ist zu weit. Dankeschön. Das ist ein Laden. Ich speichere mal. Fußsalz, Knochenmehl. Kausrei. Ey, das wollte ich jetzt nicht. Buch des Schicksals. Das ist. Nehme ich mal mit, da steht nichts drin. Eisenbarren sind ein bisschen zu schwer. Die Truhe ist leer. Haus ist aber schön. Alter. Calixtus. Boah, wie mich gerade erschrocken. Oh. La 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 la. Ich sollte vielleicht nicht in irgendwelche Häuser reinstümpern, weil Brunwulf frei Winters Haus. Davon, das habe ich nämlich gesucht. Dann stimmt es also, was alle sagen? Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch? Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen? Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich nicht. Das sind nur Geschichten. Gut, dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Nein, Kind, wartet. Dieser Junge, dieses Haus, sie sind verflucht. Ha, dann habe ich also recht. Ich wusste es. Er hat vor, jemand umbringen zu lassen. Gut, ich... Ich mach das mal, ne? Start, Grelot, start! Bitte. Wie lange denn noch? Ich bete und bete, Mutter der Nacht. Warum erhört ihr mich nicht? Na du? Endlich! Meine Gebete wurden erhört. Ist alles in Ordnung bei dir? Es hat geklappt. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich wusste es einfach. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und den Dingen. Und da seid ihr. Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft. Ja, natürlich. Schweigen? Ja, natürlich, das schwarze Sack. Schweigen, es ist cooler. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Auftrag? Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot, die Gütige, töten.
Klingt einfach genug. Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Also gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir unsere nächste Quest. Einmal nach Rifton. So. Ich persönlich finde, die Dunkle Bruderschaft ist auch eine extremst coole Questline. Wobei es da auch die Möglichkeit gibt, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Und quasi die Dunkle Bruderschaft an die Kaiserlichen zu verpetzen. Waisenhaus Ehrenhall. Ich speichere. Und wir gehen mal da rein. Gucken, ob ich die vielleicht irgendwo erwischen. Ein bisschen weg ist und wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Habt ihr mich verstanden? Ja, und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch gehört. Ich bin adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Die Schweinekinder. Danke, mein Falken. Er hat es wirklich geschafft. Er hat die Dunkle Bruderschaft dazu gebracht, die alte Grelo zu töten. Hurra, hurra! Hurra! Wir lieben die Dunkle Bruderschaft. Ich kann euch nicht besiegen. Mädel, du musst mich auch nicht besiegen. Alles gut, ich will von dir nichts. Ich wollte nur deine Chefin einen Besuch abstatten. Hat keiner gesehen, hat keiner gemerkt. Wundervoll. Und das ging ja schnell, sauber und einfach. So wie es die Bruderschaft am besten haben möchte. Ne? Nee. Ich glaube, es ist am einfachsten einmal hier rum. Und einmal nach da und einmal nach hier. Arentino Residence. Pierre de Resistance. Und? Grelo die Gütige ist sie. Ihr wisst schon. Appemurkst. Grelo die Gütige ist tot. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die Dunkle Bruderschaft mich retten würde. Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke. Vielen Dank nochmal. Abgemurkst. Arentino Familienerbstück. Hm. Verkorkst. Das war das Wort. Verkorkste Kinder. Haben wir hier irgendwo, du bist. Ich würde mehr reisen, aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herumschlagen? Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Sieht nicht schlecht aus. So, Bekleidung. Okay. Ah, hier. Das ist einfach ein Teller. Mich verarschen, Alter. Das ist einfach ein simpler Teller. Gott, Alter. Verkorkste Kinder von heutzutage. Danke, dass ihr hier einkauft. Ja, kein Ding, du.
Das weiße Fläschchen. Ein Teller. Ich habe jetzt irgendwie eine Halskette erwartet oder. Keine Ahnung, aber doch nicht ein Teller, Alter. Die Stadtbewohner nennen mich Kapitän, weil ich früher ein Seemann. Na gut. Na, guck mal. Da haben wir schon einen unserer Compadres. Jetzt ist nur die Frage, ich weiß jetzt nicht, ob wir erst einen Brief bekommen müssen oder ob wir einfach irgendwo schlafen müssen. Ich glaube, muss ich mal ausprobieren. Ich gehe mal in Weißlauf Ratzen. In der Taverne pennen. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Ich weiß nämlich nicht, ob der Kurier uns erst einen Zettel bringen muss oder ob das gleich einfach in the bed. Und das mal gucken. Kommt heran. Flackte Meere. Das Feuer neu angefacht. Das setzt euch. Super. Und mir gefällt diese Arbeit natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Cool. Ich zeige euch euer Zimmer hier ja, entlang. Das wäre super. Ich weiß nämlich nicht, wo zu verkaufen. Kaufe eine gezähmte Ziege von Halvach. Eine gezähmte Bergziege kann großes Gewicht zum Hals der Welt und zurücktragen. Gibt viel Milch. Falls interessiert an meinem Kauf seid, meldet euch bei Halvach in Rorikstadt. Okay. Warum nicht? Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Sicherheitslage in Weißlauf. Alter, Junge. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Nö, alles gut, dankeschön. Ich geh mal pennen für 9 Stunden. Du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Okay, ich brauche also keine Einladung mehr. Boah, mein Schädel. Gut geschlafen? Wo bin ich? Wer seid ihr? Was ist denn hier los? Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann, hm? Ihr wisst davon? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Ein Problem? Seht ihr, dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Wollt ihr, dass ich jemand anderen ermorde? Wen? Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt. Darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. In Ordnung, ich mach's. Ich werde einen von ihnen töten. Seht ihr, ich wusste doch, wir würden das wie zivilisierte Leute regeln. Eine Schuld muss auch beglichen werden. Ihr versteht das. Gut, dann macht euch an die Arbeit. Wählt euren Gast und schickt den armen Teufel in die Leere. Ich gebe euch den Schlüssel zu dieser Hütte. Und ihr macht euch auf den Weg. Das Lustige ist, dass es hier auch eine... Ach du Scheiße. Das ist hier auch eine... quasi... alternative Variante gibt, indem wir einfach die liebe Astrid Anspannung bringt mich noch um.
Könnt ihr ergründen, wer den Auftrag hat? Erschießen. Wen werdet ihr wählen? Ja. Aber ich persönlich würde sagen, wir machen ganz normal. Wasche. Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Aber keine Sorge, dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Wer seid ihr? Vaja. Vaja. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört. Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Würde jemand dafür Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Ist das euer Ernst? Antwortet oder ich streiche diesen Raum mit eurem Blut. Dummkopf, versteht ihr es denn nicht? Ich lebe Tag für Tag im Schatten des Todes. Ein Messer an jeder Türschwelle. Ein angelegter Pfeil auf jedem Dach. Wenn einer meiner Feinde nicht für meinen Tod bezahlen würde, wäre das für mich eine Beleidigung. Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. Alea Quintus. Feiglinge. Eine Frau aus ihrem eigenen Haus zu entführen, ihr solltet euch schämen. Und wer seid ihr? Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Würde jemand Geld dafür zahlen, dass man euch tötet? Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Ich mag die nicht. Ein letztes Mal, würde jemand dafür bezahlen, euch zu töten? Ich knie hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich das zu fragen? Was glaubt ihr wohl, Spatzenhirn? Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also lasst mich jetzt hier raus! Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe euch nichts getan. Fulltime der Furchtlose. Hat das mit dem Raubzug letzte Woche zu tun? Ich habe Holgrim gesagt, es liege keine Ehre darin, schlafende Männer zu töten, aber er wollte nicht hören. Es war nicht meine Schuld, ich schwöre es. Und wer seid ihr? Ich heiße Fulltime. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Dann würde jemand dafür Geld bezahlen, euch damit Was? Zu töten. Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Psst, keine Angst, ihr könnt euch mir anvertrauen. Na gut. Geil. Ich verdinge mich jetzt schon seit Jahren als Söldner. Hab eine Menge Leute getötet. Könnte schon sein, dass ich da jemand rächen will. Aber ihr werdet mich nicht töten, oder? Nein, du tust mir leid. Was habe ich getan? Bitte, was immer es auch ist, es tut mir leid. Du tust mir leid. Was? Ich mag solche Leute nicht. Na du? Ah, die zänkische Ehefrau. Ziemlich lockeres Mundwerk. Irgendjemand muss sich einfach ihren Tod gewünscht haben. Nicht wahr? Und wer war es? Wer hatte den Auftrag? Oh, nein, nein, nein. Versteht ihr denn nicht? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten und dass ihr meinen Befehl befolgt habt. Dann kann ich jetzt gehen, oder Natürlich. Wie sieht's aus?
Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ohlala. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen schön. Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Er liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Alles klar. Na du? Also bitte, was das Problem auch sein mag, wir können wie zivilisierte Wesen darüber reden. Hm? Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe nichts getan. Ich sollte vielleicht meine Pfeile wieder wechseln, nicht, dass ich die ganzen guten Pfeile verballer hier. Stahlpfeil. Ja gut, ne? Ich gehe dann mal. Ja, das ist schon, kitzelt schon ein bisschen in den Fingern. Der Astrid so einen Pfeil durch den Kopf zu jagen. Aber die hat halt viel zu viel gute Sachen. Deswegen. Kannst du nicht noch, wenn Feinde in der Nähe sind? Wo sind denn Feinde? Wahrscheinlich eine Schlammkrabbe oder sowas. Geh mal ein Stück weg. Nun, was? Warte mal, ich habe da gerade Leute laufen sehen. Da. Da laufen Leute. Gut. Also, jetzt haben wir das Falkenring. Vom Falkenring raus und dann zur Zuflucht. Drüben in Rifton wurde jemand ermordet. Eine alte Dame, die ein Waisenhaus geleitet hat. Das muss diesen armen Kindern das Herz gebrochen. Ja, natürlich. Die Kinder sind total traurig darüber. Ich habe auch schon gleich fünf abonniert vor allem. Ich habe fünf Kinder abonniert. Adoptiert. Um denen irgendwie das Leben leichter zu machen. So, Dalle. Die schwarze Tür mit dem Handsymbol auf der Stirn. Stufenaufstieg ist auch möglich. Gucken wir mal kurz. Ich mache Ausdauer, mehr Tragkapazität. Zauberung. Okay. Super. Okay, aber. Wie immer der Cliffhanger des Tages. Ich bedanke mich wieder mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, stay fresh. Haut rein, Leute. Tschö mit euch.